Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Oh, Scheiße! Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel.
Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los! Wow! Hier ist jede Menge lockeres Eis! Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran! Oh, Scheiße! Das war knapp!
größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Oh, Großer Gott!
Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit, shit! Nein, nein, nein! Es muss hier sein. Was sind Dads Aufzeichnungen? Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Oh. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Tausend Jahre alt, mindestens. Passt alles zusammen. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Hm.
Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Ein geheimer Eingang. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Schon hier. Ich muss da rein. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ein Durchgang. Schon. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Das war echt knapp. Sie sprengen sich den Weg frei.
Unglaublich. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Deckung!
ist das? Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht! Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Lara, was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Jonah!
Wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich muss Schutz suchen. Bewegen. Komm schon, du schaffst es. Mach schon. Ein altes Camp. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Zurück zum Camp. Los, verdammt. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Bereit machen für Befehl. Oh!
Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ich muss die Wunde verbinden. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Muss mich ausruhen. So kalt, so müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan habe? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Wir haben sie! Lauf weiter! Los! Schnappt sie euch!
Trinity-Teams melden. Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Aufzug gehen. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel... Shit. Macht Meldung. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Wir haben geplant, dass wir ihnen folgen. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch.
Wie lange sind Sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer? Seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Dann lass dich bitte noch. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis gelaufen. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Uns drei Männer gekostet. Ich schätze, die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, sir. Patronen, Leuchtgestell, immer die War da irgendwas bei den Freunden? Gar nichts. Aber den ersten Überfall haben wir erst bemerkt, als sie drin waren. Sie kannten sich hier aus. Scheiße. Das sollte ein Routineeinsatz sein. Der Weg ist nie leicht. Aber Trinity erwartet trotzdem, dass wir ihn gehen. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Verschieß ihn! Er redet und er kommt. Ich hab keine Antwort. Ich werde verdammt mit dem Arm. Jetzt! Die Uhr zieht. Du wirst hier sterben. Außer du sagst mir, was ich wissen will. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Jeder. Ein qualvoller Tod. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance. Genau jetzt. Sag uns alles. Wo ist der Rest deiner Leute? Ihr habt vielleicht ein paar Treibstofftanks zerstört, aber das tut uns nicht weh. Glaubst du, ihr könnt uns lange aufhalten? Fackelt sie auf! Oh!
Prometheus, Agios Prophetes, Agios Satanatros, Eleisonimas. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein, 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 nein. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, brechen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt, die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Es gibt noch Probleme. Rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man Ihnen trauen kann. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Thank you.
Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört.
Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich, stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Dort kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Wie sind Sie hier gelandet? Als Konstantin mit seinen Männern kam, wollten wir wieder kämpfen. Wir? Mein Volk. Wir leben in dem Tal, gleich hinter dem Bergpass. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Vorsichtig! Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Einen Weg raus. Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Halt! Befreien Sie mich! Ich kann helfen! Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell.
Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt, als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Die sind uralt. Was haben Sie gefunden? Müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzte Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling gesperrt. Oh, Sie hatten Ärger auf dem Weg. Erwarten Sie noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die Patrouille verstärkt. Wenn noch jemand dann. Sturm losbricht. Wir müssen die Helis bald landen lassen. Wir müssen noch ein Riesengebiet absuchen. Wir müssen einfach mehr Männer rausschicken. Konstantin will Leute in der Kupfermine. Ist da irgendwas? Wir haben alte Aufzeichnungen im Gefängnis gefunden. Bilder von Ruinen und Karten der Mine. Was hast du die Gefangenen rausgekriegt? Gar nicht. Wir haben alles versucht.
Wir sollten auch ein paar Leute zu den kleineren Minenschächten schicken. Was ist das? Er ist handgeschrieben. Auf Russisch. Heben wir es für Konstantin auf. Wir haben Feindkontakt! Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Was ist mit Erna, ich muss da reinkommen. Jacob, was macht er da? Hier muss es sein. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Die sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in diese Ruinen. Und Croft. Wir lassen sie am Leben. Vorerst. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimische Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden! Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Der Leben ist sauber. Aufpassen. Sie müssen auch hier sein. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwie raus.
nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Scheiße! Nein! Na los! Du bist tot! Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Verdammt! Scheiße! Scheinwerfer an! Jetzt! Halten Sie in Schock! Feuerschutz! Schuss! Gebt mir Feuerschutz! Ich bin die Deckung! Es ist vorbei, hier und jetzt! Feind gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Oh!
Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Sehen wir! Da drüben kommt er raus! In Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht.
Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg? Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können Sie uns helfen? Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen.
die Höhle geräumt? Ist sie sicher? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Alle möglichen Artefakte. Zur Beschreibung aus den Sowjetinfos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara! Sie müssen nach! Jacob! Mist! Zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter dem Zeitplan. Moment, die Kabel hier sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Hey! Jacob! Sophia! Sag mir, Trinity ist hier! Sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein?
Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Diese Mauer wurde wohl mal sehen, ob ich sie dir sprechen kann. Könnte ein anderer Weg hier raus sein. Haben wir erst mal ein paar Minuten versucht. Am anderen Ende ist die Straße auf. Haufen Felsen und Eis im Weg. Wenn wir Glück haben, hören sie es ein paar Mal rauschen und merken, dass wir noch leben. Dann sind wir also auf uns allein gestellt. Noch ein Grund, einen Weg nach draußen zu suchen. Mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Thank you.
Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, sie ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie?
Das ist deine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Und so die anderen Siedlungen warnen. Ich tue, was ich kann. Ihr zwei, ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas sehen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn sie das Signalfeuer entzünden, wissen sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden sie wissen, was zu tun ist. Sammle unsere Truppen hier. Okay. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her! Hinter die Barrikaden! Schnell! Schnell! Achtung! In Deckung bleiben! Rückzug! Bleibt zusammen! Göttliche Quelle. Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Da. Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Hilfe! Brauchen Hilfe!
gerade mir. Wir können die Stellung nicht viel länger halten. Wenn wir sie nicht umgehen können, verlieren wir das Dorf. Versuch das nochmal! Na los! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Das wird dir nicht... Wir sind raus hier! Rückzug! Alle zum Startpunkt! Haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Ja! Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern. Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Sünden, die ich begehen musste. Sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Bleib bei mir. Tut mir leid. Das haben ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja? Was ist? Wir sind übel dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können. Sophia hält sie auf, bis wir eintreffen. Ich bete, dass du recht hast. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind.
Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Schießen! Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was sich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn es geht. Wir müssen Munition sparen. Ausgehen können, wenn sie mit uns gerechnet hätten. Sei auf der Hut. Wir wollen den Atlas finden. Sie werden ihn nicht kampflos hergeben. Was? Ich sehe sie. Macht sie fertig! Weißt du, ich glaube dir. Und wenn wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Gutes Argument. Wenn dir schlecht wird, rede ich einfach zur Wand rum. Ich gebe zu, das liegt mir. Fragen halten nur unnötig auf. Wir werden angegriffen! Rücker von... Wir haben Gesellschaft! Kontakt! Abziehen!
mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben. Da sind wir sicher. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Weg von der Tür! Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Runter! Entdeckung! Sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen wir sind hier. Geschafft. Lara, bist du da? Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Kommt, haltet durch. Schon unterwegs. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Werfen wir doch.
Vorsicht hier! Oh ja, das bin ich. Position halten! Jacob, Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Oh.
Diese Ruinen verbergen Kriegskommando. Sie können weder zu tief noch zu schnell Die Männer sind doch schon vorsichtig. Vorsichtig? Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Bei allem Respekt, falls alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn sie glauben, verfolgt zu werden, machen sie schneller. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Fahr zur Hölle! Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Ein altes Wandbild und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Geruch. Oh nein.
Lebendig verbrannt. Oh Gott! Schmerz! Warum nur? Kann ich... Gott! Er könnte das getan haben. Lass mich... Was zum Teufel ist das? Diese Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesen Dingen? Haben wir sie abgehängt? Wir müssen sie verlassen. Schnell den Atlas und hier! Hab sie gefunden! Mit dem Atlas.
dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Jonah, bist du das? Kleiner Vogel, du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben, du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig.
Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für ihr Volk getan hast. Lara, schön, dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Ja. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Thank you.
Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Ich muss Schutz suchen. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns Nein.
Nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen! Jonah!
Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte! Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Sie ist hier! Jonah. Oh Gott, nein. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn
Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behütet deine Seele vor allem Übel. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Ha!
faszinierend. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Das ist unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert.
Glocken. Die alte Stadt ist nah. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greif nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. So viele.
Frosch! Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten?
Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Auf mich! Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Dann mal los. Thank you.
Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Der Weg ist frei. Ugh!
dich, Lara. Wir tun, was wir können, um dir von hier aus zu helfen. Danke, Sophia. Ich kann wirklich jede Hilfe brauchen. Konstantin! Sophia! Könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen! Mach dich bereit! Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter! Wir laden das Katapult nach! Moment! Der Helikopter ist zu schnell! Wir werden ihn niemals treffen! Warte! Ich habe eine Idee! Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Jetzt, Sophia! Ja, los geht's! Na lieb. Okay, Sophia. Versuchen wir es nochmal. Gib uns Zeit, Lara. Wir laden nach.
Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helden, keine... Ich kämpfe sie. Kämpfen Sie mit mir! Verstecken Sie sich nicht im Schatten! Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als Ihre Freunde. Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele! Jetzt können wir nicht mehr aufhalten! Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so weit geschafft. Ja, ich kannte ihn. Als meine Schwester sich in ihre Familie einschlich, war ich da. Der Beobachter im Schatten. Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für Sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat Ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich! Seien Sie still! Seien Sie einfach still! Er war so erbärmlich. Er tat mir leid. Ich denke gern, dass seine letzten Gedanken mit Ihnen galten, Lara. Wie er sie weggestoßen hat. Wie er sie enttäuscht hat. Gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Ich nicht.
ist meine letzte Hoffnung. Anna, nein! Sie durch. Durchhalten. Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein, noch nicht.